muss ich jetzt wieder gegen den Helikopter kommen. Ich gucke jetzt erst noch kurz, was hier passiert. Die schießen auf mich, da werden jetzt gleich Militär runterkommen, oder? Genau. Okay. Das kann ich ja provozieren, ohne dass ich direkt gleich selber kenne. Ja, solange das Militär und die Aliens gegeneinander antreten, treten sie nicht gegen mich an. Und das ist etwas, was ich tatsächlich an dieser Stelle so oft wie möglich ausnutzen sollte, meiner Meinung nach. Ja? Sollen die sich doch erstmal gegenseitig töten? Ich kann doch dann immer noch die Reste aufklüppen. Das ist doch völlig ausreichend. Können wir mal um die Ecke gucken. Kämpfen aber immer noch. Sind wir wieder da? Na gut. Okay. Also wenn da immer wieder Militärs kommen, sollte ich möglichst schnell von hier verschwinden, denke ich. Wahrscheinlich hier weiter, wa? Oh, bin ich in einem schnellen Tempo wieder hier. Okay, ich hätte jetzt fast gedacht, wir müssen damit irgendwie das... Vielleicht muss ich das Tor da auf. Hier. Ah, kommen wieder böse... Böse Alienbuben durch! So, jetzt kommt das Militär da wieder hoch. Das ist doch wohl nicht wahr jetzt hier, ne? Funktioniert einfach nicht. Mit diesen stationären Geschützen zu arbeiten, funktioniert nicht. Da ist die Engine dann wenig drauf ausgelegt. Ich weiß auch nicht. Dabei ist das jetzt hier so eine schöne Shooting Range. Sowas davon drauf ausgelegt, dass ich das Geschütz benutze. Der Spawn war noch nie ausgeschöpft. So, ich habe eine Vermutung, was jetzt passiert. Das ist bestimmt ein Trampolin, oder? Hier.
Das war ein Schuss, den brauchte ich nicht abkriegen unbedingt. Ist das hier im Scheiß-Ernst? Wir sind da mitten in einem krampfverdammten Gefecht mit diesen Alien und er schmeißt trotzdem eine Granate zu mir hoch. So ein Penner, ey. Die sollen sich lieber gegenseitig töten, habe ich mehr von. Sind sie schon alle tot? Es klingt nicht so, als ob sie schon alle tot wären. Hallo? Seid ihr tot? So, Kuckuck! Oh, ich bewege mich aber immer hart an der Grenze, was meine Lebensenergie angeht, ne? Also jetzt bin ich wieder auf 90, aber da ich keinerlei Panzerung habe, ich hatte mal ganz, ganz schnell wieder weg. Was zur Hölle war das? Ich warte halt die ganze Zeit darauf, dass eine bestimmte Sache passiert. Ich erinnere mich nämlich noch ganz genau an eine Sache, die wir hier draußen an der Oberfläche machen müssen, bevor es dann irgendwie weiter ging. Also bevor es dann... Okay. Gordon Freeman ist eine wandelnde Massenvernichtungswaffe. Weil was der hier schon an Militär vor allem auch ausgeschaltet hat. Die tun mir irgendwie schon so ein kleines bisschen leider. Nur ein ganz kleines bisschen. Jetzt haben wir sie, glaube ich. So. Hm, gucken wir mal weiter. Kann er mal aufschalten. Das ist aber ehrlich gesagt keine besonders effektive Alien-Waffe, wenn die nicht nach oben schießen kann. So, ich glaube nicht, dass ich da runter will, beziehungsweise ich kann ja mal hier über die Leiter runterklettern. Aber prinzipiell will ich, glaube ich, da drüben durch dann. Vielleicht würde ich aber auch hier rein. Auf 45% Energie jetzt.
Verlacht mich sehr auf die klassischen Waffen. Ne? Ich sollte vielleicht auch mal was anderes benutzen. Ja, wer weiß, vielleicht soll ich wirklich mal mit dem Ding hier kämpfen. Lass zumindest mal ausprobieren, was das kann. Wo seid ihr? Guten Tag. Liebe Aliens, eure Waffe ist scheiße. Aber funktioniert die Shotgun, glaube ich, viel besser. Ich meine, klar, auf eine gewisse Art und Weise kann man mit dieser Alien-Waffe natürlich dann auch um Ecken schießen, aber... Der schießt nicht ernsthaft auf mich hier, ne? Ja, da oben steht aber mal gar nicht. Den Typen tut mir fast schon wieder ein bisschen leid, weil der konnte mich wieder nicht vernünftig treffen mit seiner Waffe. Also da habe ich ja fast das Gefühl, die Vortigaunts sind tatsächlich gefährlicher als die Großen, weil deren Waffe halt einfach scheiße ist. Ich habe immer noch so das Gefühl, dass das Sturmgewehr so das Stärkste ist, was ich in meinem Repertoire habe. Die lassen mich da nicht rein. Das ist natürlich ärgerlich. Das heißt, ich muss hier auf das Dach. So, jetzt habe ich sie eben schon wieder gehört. Wahrscheinlich muss ich da rein. Ja, ich will nicht zu sehr vorweg spoilern, aber ich weise halt immer wieder darauf hin, wenn ich Hinweise drauf wahrnehme. Boah, das war eine schwere Geburt eben. Nein! Okay, ich war... Dann noch mal, ne? So, mein Freund. Machst du noch mal auf? Weil das war auch relativ cool. Also man muss ja auch mal überlegen, so damalige Verhältnisse, was war damals so technisch möglich, ne? Und da war das hier so ein absoluter Meilenstein. Das hat
was die Technologie, was die Engine, was die Präsentation, was so ziemlich alles angeht, hat dieses Spiel hier damals absolut neue Maßstäbe gesetzt. Und ich meine Half-Life 2 dann tatsächlich auch nochmal. Hier unten ist kein Ausweg. Das heißt, wir müssen durch diesen Brennofen, ja. Nee! Leiter in Half-Life! Da, da. Weiß ehrlich gesagt ein bisschen fies. Ach, nehme ich mit. Ach, Waffe habe ich schon mitgenommen. Ich war mir nicht sicher, weil ich mir nicht sicher, ob ich da voller Munition war. Riecht hier nur so. Barney? Zurück! Hallo? Barney. Was ist dein Problem? Weißt du, was mein Problem ist, Barney? Ich weiß nicht, wo wir weiter sollen. Ach so. Ich ignoriere diese Türen immer, weil die so aussehen. Ob du da nicht durchkommst. Aber pass mal auf, da brauchen wir Barney für. Alles klar. Los. Ich werde froh sein, wenn ich das hier an einem Stück überlebe. Was zum Geier ist das? Alles klar, ab durch die Mitte. Okay, ich warte hier und helfe, wenn noch jemand vorbeikommt. Oh. Warte ich mal hier, Deckung. Kommen die vielleicht jetzt? Die sind ja auf die Art und Weise immer relativ effektiv auszuschalten. So, was hat mir das jetzt gebracht? Ach so. Braucht Barney noch weiter. Gut, dass ich Barney zurückgelassen habe. Okay, warum nicht? Wollte sowieso nicht alleine abkratzen. Der muss mir nämlich da das Tor öffnen. Ich habe auch schlechte Erinnerungen an den Lambda-Komplex. Ich meine mich da an irgendeine Passage zu erinnern, wo wir dann wo wir selber dann Geschütztürme aufstellen mussten und dann quasi Stellung halten. Sowas ist ja immer furchtbar. Ja? Oh. Mann, was würde ich dafür geben, den Typen in die Pfoten zu kriegen, der für das Schlamassel verantwortlich ist? Ja, ich gehe den Typen mal suchen. Du bleibst hier.